Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch 6 Killer-Dating-Tipps mit auf den Weg. Wenn du da draußen bald ein Date hast und dieses Date soll nicht nur so eine schnelle Nummer werden, sondern das Date ist dir tatsächlich wichtig und du möchtest auf jeden Fall auch noch ein zweites Date haben, ja? Dann hör jetzt ganz genau zu. Aber Leute, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben fast die 10.000er Grenze überschritten und ich würde mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos, kostet nichts, nada, niente und Support ist kein Mord. Denk dran, ich würde mich sehr freuen. Tipp Nummer 1. Wähle die richtige Location aus. Ja Leute, das erste Date bleibt immer irgendwie was Besonderes und vor allen Dingen bleibt es immer im Kopf und immer in Erinnerung. Und aus dem Grund solltest du auf jeden Fall die richtige Location auswählen. Es ist natürlich enorm wichtig, dass du vorab kommunizierst, was ihr überhaupt macht. Ja, geht ihr zum Beispiel nur was trinken oder verabredet ihr euch zum Dinner? Wenn ihr euch zum Beispiel zum Dinner verabredet, würde ich dir zum Beispiel vorschlagen, dass du zum Beispiel so einen kleinen, süßen, geschmackvollen Italiener raussuchst, wo ihr auch später euch noch ein bisschen unterhalten könnt nach dem Essen. Und wenn ihr zum Beispiel nur was trinken geht, dann such einfach eine coole, stylische Bar aus, wo es nicht zu laut ist. Ja, ganz wichtig an der Stelle, es gibt natürlich auch viele Bars, die sehr, sehr laut sind, wo einfach der Geräuschpegel sehr entspannt ist, wo ihr euch entspannt und gechillt unterhalten könnt, weil du möchtest dein Gegenüber natürlich kennenlernen. Tipp Nummer 2, das richtige Outfit. Du kennst wahrscheinlich den Spruch, Kleider machen Leute. Und dieser Spruch kommt nicht von ungefähr. Und ich mache jetzt an dieser Stelle mal ein ganz, ganz krasses Beispiel. Ich im Wanderoutfit und ich im Anzug. Ja, Leute, das ist jetzt einfach ein bisschen überspitzt gesagt, aber da sieht man diesen krassen Unterschied, Kleider machen Leute. Und das ist so, so unfassbar wichtig, dass du einfach gut gekleidet bist beim ersten Date. Weil zum Beispiel du wartest an dem Restaurant und an der Bar auf dein Date, ja, und das Erste, was dein Date sieht, ist natürlich deine Kleidung. Und aus dem Grund ist es so unfassbar wichtig, dass der erste Eindruck gut ausfällt und deine Kleidung ist natürlich Teil des ersten Eindrucks. Und aus dem Grund solltest du dir ganz genau überlegen, was du beim ersten Date anziehst. Und falls du nicht weißt, was du beim ersten Date anziehen sollst, ja, gar kein Problem. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Falls dich das Video interessiert, Date Outfits, check das Video gerne mal aus. Und wenn du Bock hast, folg mir natürlich auch gerne auf Instagram. Dort kannst du dir von mir auch ein bisschen Inspiration holen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du da auch am Start bist. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar zum Thema Manieren. Ich sehe es immer und immer und immer wieder, dass Männer keine Manieren haben. Ja, traurig, aber wahr. Wenn ihr zum Beispiel in eine Bar oder in ein Restaurant reingeht, ja, dann haltet der Frau natürlich die Tür auf. Ja. Und wenn dann der Kellner kommt und die Bestellung aufnimmt, egal ist, ob es was zu trinken ist oder was zu essen, dann lasst ihr natürlich selbstverständlich der Frau den Vortritt. Und wenn ihr dann zum Beispiel am Dinner seid und da steht eine Flasche Wasser auf dem Tisch, ja, ihr habt gerade gegessen und du möchtest euch nachschenken, dann schenkst du selbstverständlich der Frau als erstes nach und dann dir. Sei einfach ein Gentleman, das gehört sich so und ich schwöre dir, Frauen stehen drauf. Kommen wir jetzt zum nächsten Tipp und das ist der Punkt, über den ich auf meinem Channel wo am meisten spreche und zwar das Thema Pflege. Leute, egal was es ist, ob es Haarstyling ist, ob es Bartpflege ist, ob es deine Fingernägel sind oder ob es Hautpflege ist oder ob du gut riechst oder nicht gut riechst, ja? Die Damen der Schöpfung achten darauf mehr, als du dir vorstellen kannst. Und wenn du Tipps zum Thema Männerpflege brauchst, dann bist du hier auf meinem Channel auf jeden Fall genau richtig. Dann durchforst einfach meinen Channel, da gibt es echt viele Tipps zum Thema Haarstyling, Bartpflege etc. Und ich bin mir sicher, dass du auf meinem Channel fündig werden wirst. Und ja Leute, ich weiß, Aussehen ist nicht alles. Aber wenn du gut gepflegt bist und ein schönes Outfit anhast und einfach gut aussiehst, ja, dann fühlst du dich auch gut. Und wenn du dich gut fühlst, dann strahlst du das auch aus. Und genau das ist der Punkt. Und somit sind wir auch schon beim nächsten Tipp und zwar beim Selbstbewusstsein. Wenn es das erste Date ist, ja, und dir das Date wirklich sehr, sehr wichtig ist, dann ist es völlig normal, dass du vielleicht ein bisschen angespannt bist oder dass du nervös bist. Aber denk dran, ja, dein Gegenüber wird vielleicht noch viel angespannter sein und noch viel nervöser sein als du. Also sitzt auf gar keinen Fall da irgendwie so ganz schüchtern rum in der Ecke und kriegst kein Wort aus dem Mund. Das geht gar nicht, Leute. Brust raus, zeig, dass du der Chef im Ring bist und hab Selbstbewusstsein. Und eine kleine Story aus meinem persönlichen Leben am Rande über das Thema Selbstbewusstsein, damit ihr seht, wie wichtig das Selbstbewusstsein ist und auch wichtiger ist als ein äußeres Erscheinungsbild. Ich meine, klar, beides spielt miteinander ein, aber eine Story. Ein Kollege von mir, ja, der ist jetzt keine Schönheit oder so, auch keine Geisterbahn, ja, der sieht so ein normaler Typ, sieht jetzt nicht gerade gut aus, ja, aber er hat ein richtig gutes Selbstbewusstsein. Und der Kollege von mir hat noch nie Probleme gehabt, eine Frau zu finden, ein Date zu klären oder sonst was zu machen. Noch nie, weil er einfach ein gesundes Auftreten hat, ein gesundes Selbstbewusstsein hat und somit hat er keine Probleme, unabhängig vom Aussehen. Ein anderer Kollege von mir, vom äußeren Erscheinungsbild, ein sehr schöner Mann, ja,
aber er hat Probleme mit seinem Selbstbewusstsein. Ja, also er sieht auf jeden Fall schöner aus als mein erster Kollege, ja, der ein gesundes Selbstbewusstsein hat, aber er hat kein Selbstbewusstsein und er hat Probleme, eine Frau zu finden. Daran sieht man, wie wichtig das Selbstbewusstsein ist. Also, Brust raus und schnapp dir dein Date. Kommen wir zum letzten Tipp, zum Tipp Nummer 6, ein ganz wichtiger Tipp, und zwar Stille vermeiden. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid gerade im Gespräch und ihr merkt, so langsam aber sicher neigt das Gespräch sich dem Ende zu, und dann darf auf keinen Fall Stille passieren. Auf gar keinen Fall. Leute, wenn nämlich dieser komische Moment kommt und keiner mehr was sagt am Tisch, gerade bei einem Date, ja, dann ist das echt eine sehr, sehr komische Situation. Und dann könnte es unter Umständen sein, dass dein Gegenüber denkt so, hä, voll uninteressanter Typ, voll der Langweiler, erzählt gar nichts so. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Frauen wollen entertained werden, Leute. Und bevor dieser stille Moment kommt, ja, labert einfach irgendeinen Unsinn, labert einfach irgendeine Scheiße, ja. Sag zum Beispiel, ich war Background-Tänzer im Snoop Dogg-Video, als Beispiel, ja. Was passiert dann? Dann guckt sie dich vielleicht komisch an, aber dieser merkwürdige, stille Moment wird überspielt, und dann passiert Folgendes, dann lacht ihr vielleicht drüber und labert einfach ein bisschen weiter, und dann habt ihr irgendwie ein neues Thema und könnt weiter miteinander sprechen. Ist immer noch besser, als wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie da sitzt und gar nichts mehr sagt. Ich persönlich kann ganz gut ein bisschen Scheiße erzählen und ein bisschen Unsinn quatschen, das fällt mir eigentlich relativ leicht, aber wenn du da draußen zum Beispiel nicht so kreativ bist, ja, dann mach einfach Folgendes. Stell deinem Date einfach ein paar Fragen, ja. Wo warst du das letzte Mal im Urlaub, oder was ist dein Traumurlaubsziel, was auch immer. Hauptsache, du übergehst diesen komischen Moment, wo keiner am Tisch was sagt. Weil das killt dein Date auf jeden Fall, und dann wirst du kein zweites Date bekommen. Also bleib interessant und versuch, diesen stillen Moment gekonnt zu überspielen. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Fake Tricks. Fake Tricks, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine Message via WhatsApp auf mein Community Phone. Die Nummer zum Community Phone findest du wie immer in der Infobox. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen mit meinen Dating-Tipps. Und wenn du jemanden kennst, ja, der zum Beispiel dringend mal ein paar Dating-Tipps braucht, ja, dann teile gerne das Video mit ihm. Und wenn du bald selber vielleicht ein Date hast, dann kurz nochmal das Video vorher anschauen und dann checkst du ein Date auf jeden Fall ab. Macht's gut, bis dahin, haut rein, peace out. We'll be right back.